Hallo zusammen, in der heutigen Produktvorstellung möchte ich euch unsere Belüftungspumpe, die RJC502, vorstellen. Die haben wir schon länger im Programm, bloß jetzt wurde sie upgedatet, sprich einige Sachen verbessert. Wie ihr seht, hier handelt es sich um die Pumpe. Ihr habt drei verschiedene Methoden, um die Pumpe zu betreiben. Entweder ihr benutzt sie mit zwei Batterien, hier braucht ihr zwei Mono-D-Batterien, sowie ladbar mit einem 12 Volt für einen Zigarettenanzünder sowie zusätzlich ladbar über die Batterie im Auto, beispielsweise oder eine Batterie, wo ihr beim Angeln dabei habt. Die Pumpe ist ausgestattet mit einem Dichtungsrimm, wasserdicht, falls ihr mit Batterie benutzt, hinten zuschrauben. Sie verfügt hier über den Metallclip, den kann man dann im Köderfischbehälter außen an den Becher hängen, und auch der Ausströmstein ist im Lieferumfang enthalten. Zur Lampe selbst, sie verfügt über zwei Stufen, sprich zwei verschiedene Stärke von Ausströmung für Sauerstoff. Erhältlich bei eurem Tackle-Dealer. Falls ihr mit Köderfische angelt, sie ans Wasser mitnehmen wollt, braucht ihr definitiv eine Belüftungspumpe, und mit dieser habt ihr einfach die Möglichkeit, neben der Batterie sie auch übers Auto sowie über Zigarettenanzünder oder über jede Batterie zu betreiben. Ich hoffe, ich konnte euch die neue Jensi JZ502 Belüftungspumpe kurz vorstellen. Erhältlich bei eurem Tackle-Dealer. Viel Spaß am Wasser und viel Erfolg.